Hast du das alles allein getrunken? Die halbe Flasche. Kann sein. Also immer noch die alte. Und wer, ich meine, wenn ich fragen darf... Eifersüchtig. Betsy, komm zurück. Bitte komm zurück zu mir. Kannst du den immer noch nicht vergessen? Es ist so lange her, Rob. So furchtbar lange her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Du bist gemein, Betsy. Wirklich? Nicht, dass ich dich nicht mehr gern hätte, Rob, aber ich kann nun mal nur im Wohlstand leben. Aber wenn du es wirklich wissen willst, die andere Hälfte der Flasche hier hat Mr. Butler getrunken. Der Kassierer vom Club. Er ist ganz durcheinander wegen des tollen Geschäfts. War es wirklich so toll? Mehr als 300.000 Rupies bestimmt. Die Beteiligung war größer als je zuvor. Ein herrlicher Renntag. Das letzte Feld ist eben vorbei, es ist gleich 8 Uhr. Hallo, Rob. Hallo, Kirsch. Endlich mal wieder da? Ja. Entschuldige bitte, Betsy, ich konnte nicht eher. Wie geht es dir, Rabatt? Wartest du schon lange? Ich hatte hier in Colombo zu tun und wollte dir nur guten Tag sagen. Das ist nett von dir, Rabatt. Aber bitte sei mir nicht böse, ich muss hier noch einiges in Ordnung bringen. Also komm doch morgen zum Tee. Das heißt, wenn du noch da bist. So ein Renntag, du weißt ja, das viele Geld und der Transport. Macht denn das nicht die Garage für euch? Doch, natürlich, wie immer, aber...